Ein herzliches Willkommen zu unserem ersten Generationentisch. Generationentisch deshalb, weil verschiedene Generationen verschiedene Zugänge haben. Unser Thema des heutigen Tages ist ein sehr präsentes in der Steiermark, aber natürlich auch im Bezirk Liezen. Das ist die Abwanderung unserer jungen Leute in die Städte, in Ballungszentren. Ich darf euch der Reihe nach vorstellen, den Blaser Helmut. Geschäftsleiter der Wirtschaftskammer Steiermark, Instal Salzkammergut. Dann habe ich zu meiner Linken den Mario Brandmüller, der Geschäftsführer des Regionalmanagement Liezen. Mir ganz zur Linken sitzt die Tina Schaubensteiner, die ist für das Jugendmanagement zuständig. Dann habe ich da die Andrea Kohlhofer, Lehrerin der HAK Liezen. Die Camille Farasat ist Schülerin in der HAK Liezen und Schülersprecher-Stellvertreterin. Und der Matthias Berger, last but not least, ist auch ein sehr aktiver Schüler der HAK Liezen und auch in der Landesschülervertretung tätig. Eines noch am Anfang, ihr habt mir das Du-Wort erlaubt, unser freundliches Enstaler Du-Wort. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür. Mario, ich möchte mit dir beginnen. Das Regionalmanagement hat das Leitbild neu erarbeitet, neu erstellt. Die Jugend ist ein wichtiger Pfeiler davon. Jetzt mal ganz pauschal, wie definiert sie sich, die Jugend, im Leitbild? Also vielleicht ganz kurz zum Thema Leitbildprozess. Das ist im letzten Jahr abgeschlossen worden. Im September ist es von der Regionalversammlung beschlossen worden, wo alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister drinnen vertreten waren, alle Abgeordneten, Vertreter unterschiedlichster Institutionen, beginnend von der Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, AMS etc. Wir haben bei dem gesamten Leitbildprozess die Vision für unsere Region definiert. Aber das haben wir nicht nur alleine bei uns RML intern gemacht, sondern wir haben das mit Experten aus dem ganzen Bezirk gemacht und vor allem mit sehr vielen Jugendlichen. Wir waren in den Schulen, wir haben über 320 Jugendliche direkt befragt und haben gesagt, wie stellt ihr euch die Zukunft in der Region vor? Was ist die Motivation, dass ihr bei uns im Bezirk Liezen bleibt? Was ist aber auch die Motivation, und das war auch der Hintergrund dieser Befragung, dass ihr vielleicht aus der Region hinausgeht? Und ich glaube, dass nicht nur das Thema ist der Jugendabwanderung, dass das Problem darstellt, sondern ich glaube, dass das viel größere Problem die mangelnde Zuwanderung von den Personen ist, die abgewandert sind. Das heißt, es ist so, wenn jemand irgendwo anders studiert, ist das ja nichts Schlimmes. Wenn jemand in einem anderen Bundesland, Land, Stadt etc. ist, dann sammelt der ja viel Erfahrung und bringt diese Erfahrung ja dann wieder mit in die Region. Wenn einer in einem großen Unternehmen arbeitet, kann er diese Erfahrungen auch bei uns in die Unternehmen mit einbringen. Also Abwanderung ist nichts Schlimmes. Schlimm ist es dann die Abwanderung, wenn die Leute tatsächlich zu 100% abwandern und nicht mehr zurückkommen. Weil dann haben wir wirklich ein Defizit. Ne? Jetzt ist das eine Feststellung, eine punktuelle Feststellung. Helmut, du begleitest die Enstaler Wirtschaft über einen, ich darf das so sagen, soliden längeren Zeitraum. Wie empfindest du das jetzt über die Jahre? Wie siehst du diese Entwicklung? Auf deine Frage bezogen, es ist leider Gottes richtig, dass es bei uns schlechter geworden ist. Da Mario hat es ja angesprochen, es wäre per se nicht schlecht, wenn junge Leute wieder in den Bezirk zurückkehren, wenn sie noch im Studium irgendwo anders gearbeitet haben. Das findet nur nicht statt, aus mehreren Gründen. Wir haben bei uns im Bezirk auch einen eklatanten Mangel in bestimmten Branchen, Facharbeiter, Fachkräfte zu bekommen, dass ich das Wort Arbeiter nicht nehme, sondern sind tatsächlich Fachkräfte im wahrsten Sinne des Wortes. Und wer einmal den Bezirk verlassen hat, ist meistens tatsächlich für den Bezirk verloren. Das ist eine bedenkliche Entwicklung, gegen die wir viele Rezepte schon versucht haben, aber in Wirklichkeit ist keines sonderlich erfolgreich gewesen. Es geht einfach darum, dass man den jungen Menschen die Chancen vor Ort erörtern, egal in welcher Ausbildungsstufe sie sich befinden oder welche sie absolviert haben. Wir haben für alle eigentlich ganz gut Platz und wir würden sie auch brauchen. Es ist nur sehr, sehr schwer, wenn sie einmal weg sind, dass wir es wieder in den Bezirk zurückbekommen. Frau Kohlhofer, jetzt sitzen Sie als Lehrerin mittendrin, ich sage das jetzt mal so salopp. Sie begleiten die Kinder, Sie haben die Kinder bei Ihnen. Man kriegt da die Entwicklung vielleicht noch ein Stück näher mit. Jetzt auf die beiden Statements hin, wie beurteilen Sie das an den Kindern?
Also ich kann mich den beiden Herren nur anschließen. Also ich beobachte in letzter Zeit vor allem, dass immer mehr Maturantinnen und Maturanten weg wollen. Also ganz klar, die sagen noch, vor allem wir mit der berufsbildenden höheren Schule, die könnten ja eigentlich wirklich nach der Matura sofort ins Berufsleben einsteigen. Aber in letzter Zeit beobachten wir wirklich, dass der Großteil unserer Maturantinnen und Maturanten auf die Unis oder Fachhochschulen geht. Und ich meine, das ist ja wirklich zum Begrüßen. Wir müssen froh sein, dass unsere Jugend sich weiterbildet und bereit ist, weiter zu lernen. Das Problem ist aber, was auch der Mario angesprochen hat, die kommen wirklich nicht mehr zurück, weil ja, wenn man mal in Wien, in Graz, Salzburg, wo auch immer war, dieses Stadtleben schon einiges zu bieten hat. Und ich glaube, wenn man diese städtische mal gewohnt ist, dann lernt man halt bestimmte Dinge auch schätzen. Mhm. Und das findet man halt am Land teilweise nicht oder halt nur erschwert. Und das Problem ist, dass man mit bestimmten Studienrichtungen überhaupt nicht ins Enstal zurückkommen kann. Weil auch wenn sie wollten, es gibt keine Jobs. Und viele Jugendliche oder Maturanten fragen immer, was soll ich studieren? Oder wenn ich sie frage, was willst du studieren oder was machst du? Dann kommen oft so exotische Studienrichtungen, wo ich dann immer wirklich frage, willst du einmal zurück ins Enstal? Und wenn du willst, dann kannst du das oder solltest du das nicht studieren, weil es da kein Potenzial oder keine Arbeitsplätze für dich geben wird. Viele sagen schon, dass sie zurückkommen würden oder wollen, nur sie haben keine Möglichkeit, weil es wirklich keinen Job gibt. Was sicher vielleicht auch noch ein Problem ist, vor allem im Schladminger Raum, wohnen ist ja auch nicht billig dort. Und dementsprechend, wenn man sagt, entweder lasse ich mich jetzt in der Stadt nieder, da ist es auch teuer, aber das obere Enstal ist halt preislich auch sehr hoch und dementsprechend werden halt wahrscheinlich viele dann sagen, sie ziehen das städtische Leben vor mit der ganzen Infrastruktur, die sie dort vorfinden und fahren dann in das ländliche Enstal, um Heimatbesuch oder Urlaub zu machen, aber nicht mehr dort, um zu leben. Ich werde mich jetzt ganz gleich an die beiden jungen Leute wenden, möchte aber trotzdem erst die Tina fragen. Jetzt bewegt man sich ungefähr zu Problematik hin. Was für Möglichkeiten hat man vom Jugendmanagement her? Ja, also vom Jugendmanagement her, ich bin eigentlich jemand, der nicht direkt mit den Jugendlichen selbst arbeitet, sondern bin eher die Schnittstelle zwischen der strategischen Ebene, also den Bürgermeisterinnen, Gemeinderätinnen und der operativen Ebene, also Menschen, die mit Jugendlichen praktisch arbeiten. Und wir sehen halt die Gemeinde wirklich als Lebenswelt der Jugendlichen an und arbeiten da jetzt schon in diesem Bereich sehr stark mit der Gemeinde zusammen. Also wir versuchen Rahmenbedingungen gemeinsam mit Gemeinderätinnen zu schaffen, damit sie die Jugend bei uns in der Region wohlfühlt und damit sie sich da beheimatet fühlen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das schon in den jungen Jahren macht, wenn sie noch da sind, damit einfach, wenn sie sich mit dem identifizieren können, trotzdem eine Verbundenheit zum Bezirk Lietzen wieder da ist. Und wir haben eben da so Kleinsozialraumgremien, das heißt, wir machen regelmäßig Workshops mit Gemeinderätinnen, die sich der Jugend annehmen und da schauen wir, was braucht es und da entwickeln sie sehr gut gute Projekte mit und für Jugendliche. Und da sagt man, ist, glaube ich, die Gemeinde als Lebenswelt der Jugendlichen wirklich der richtige Platz und ein guter Platz dafür. Camille, jetzt bist du eine junge, moderne Frau, du bist eigentlich genau das, was unser Thema erfüllt. Was würde dich bewegen zu bleiben oder was würde dich bewegen zu gehen? Also für mich persönlich ist auf jeden Fall schon mal nach der Schule klar, dass ich studieren will. Ist schon mal der erste Punkt, dass du aus dem Ländlichen in Städte gehst. Und man hat halt dort viele Möglichkeiten, die was sie einfach am Land nicht so geben, obwohl ich sehr gerne am Land lebe und auch von einigen Menschen von meinem Freundeskreis und so merke, dass sie schon da bleiben auch wollen. Es ist halt schwer, weil das mein Job allein schon eine große Schwierigkeit darstellt, weil in meinem Alter immer mehr Leute speziellere Sachen lernen wollen. Ich merke, dass niemand mehr sagt, ja, ich gehe jetzt in die MFL einfach arbeiten oder generell von höheren Schulen und auch berufsbildenden Schulen, sondern die wollen dann irgendwas Spezielles und da, ich bin am Land schon ziemlich unten durch und schwer, dass du das wirklich schaffst. Das ist schon mal ein großer Punkt, warum ich vielleicht auch in die Stadt gehen werde. Natürlich ist auch die Infrastruktur in unserem Alter sehr, sehr schwer. Man braucht ein Auto und das ist halt mit hohen Kosten verbunden. Genauso wie die Frau Kohlhofer vorher schon gesagt hat, in Schladming ist die Wohnung fast gleich teuer wie in Graz.
Und da schaut man dann einfach Pros und Kontras und dann gibt es viel positive Seiten am ländlichen, aber auch viel negative, weil einfach das ganze, die ganze Verbundenheit schwer durchzogen wird, weil man nicht einmal von A nach B kommt dann am Samstag oder Sonntag. Das ist zum Beispiel bei mir in Eigen schon sehr schwer, dass ich am Sonntag am Bus kriege nach Trieben zu meinem Papa. Das funktioniert einfach nicht. Und da braucht man ein Auto, das sind hohe Kosten, man braucht eine Wohnung. Und irgendwann sagt man dann als junger Mensch, der was gerade im Arbeitsleben anfängt, das heißt, man muss einmal selber sich finden und dann hat man eine Wohnung zum Zahlen und das Auto zum Zahlen. Dann muss man vielleicht noch mit dem Auto in die Arbeit fahren, weil die Busverbindungen oft echt schlecht sind. Dann ist es einfach wirklich schwer, in unserem Alter am Land zu bleiben, obwohl die Vorteile von der Natur natürlich Wahnsinn sind. Selbstständigkeit geht vielleicht auch noch, aber es ist halt wirklich schwer, einen speziellen Beruf und einen interessanten Beruf für sich selber zu erlernen. Und deshalb glaube ich einfach, dass viele Leute wirklich in Städte gehen und auswandern. Erlaub mir jetzt an dich dieselbe Frage zu stellen, Matthias, jetzt aus der Sicht des jungen Mannes. Was würde dich bewegen, zu bleiben oder zu gehen? Ja, ich glaube, als Erster muss man sagen, es ist immer ganz wichtig, dass die Grundbedürfnisse so mehr oder weniger gestillt werden können, also ordentliche Bezahlung, ordentlicher Arbeitsplatz, aber ich glaube, das ist großteils gegeben. Jetzt die Camille hat zuerst schon einige Nachteile angesprochen. Ich glaube, dass es aber dahingehend auch Vorteile gibt. Man muss sich zuerst einmal anschauen, wer bleibt jetzt derzeit eher im Bezirk. Das sind vor allem die Leute, die immer Lehre abschließen, glaube ich, weil die einfach gleich in die Arbeitswelt einsteigen und aber halt viel weniger dann die, was eine höhere Schule oder so abschließen, weil sie eben dann studieren gehen. Und ich glaube, da kann man dann auch schon ansetzen. Das ist auch, was immer wieder im Gespräch ist, aber leider meines Erachtens noch zu wenig nur angetastet wird, ist das Lehre wie Matura, dass man sagt, okay, man kann einerseits die Matura machen, bleibt aber durch das Unternehmen auch in der Region verwurzelt. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke Möglichkeit, mit der man sehr, sehr viel erreichen könnte. Ja, das ist die eine Sache, die andere, wie man dann eben schauen kann, dass auch die Leute, die schon in die Städte gegangen sind, weil sie eben studieren oder so, wieder zurückkommen. Ich glaube, dass es da auch sehr, sehr wichtig ist, dass man überhaupt bewusst wird, was kann ich in der Region tun. Und da sind auch dann die Schulen eben gefordert, dass man, aber auch die Unternehmen, dass man wirklich schaut, dass das Unternehmen und die Schule sehr, sehr gut zusammenarbeitet, dass der Austausch stark ist, dass der Austausch rege ist, dass man sich oft was anschauen kann, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt den Beruf ergreife oder das Studium abschließe, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich in dem Unternehmen anfangen kann und vielleicht auch in die Ferien ein bisschen in den Unternehmen eben arbeiten kann. Das schafft auch wieder Bindung. Ich glaube, dass das die Sachen sind, was in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig wären, eben, dass man das auch forciert und durch das eben die Möglichkeit, also durch das die Möglichkeiten schafft, dass auch dann die jungen Leute wieder bleiben. Was die Frau Kohlhofer gesagt hat, Helmut, und diese Frage nochmal an dich, dass sich sehr, sehr viele sehr gerne sehr speziell ausbilden. Haben wir da in der Region, in den Firmen ein Defizit? Muss man da was nachholen? Muss man mehr derartige spezielle Betriebe ansiedeln? Ist das möglich? Naja, das wird nicht ganz so einfach sein. Mhm. Es gibt immer Verbesserungspotenzial. Das will man nicht in Abrede stellen. Was für mich so spannend ist jetzt aus diesen beiden Wortmeldungen heraus, dass es durchaus Interesse gäbe, in den Bezirk zurückzukehren. Mhm. Was mir in der ganzen Ausbildungsschiene im Moment fehlt, du hast das richtigerweise angesprochen, Lehre mit Matura, mittlerweile sehr, sehr gut gebucht bei uns im Hause Wirtschaftsförderungsinstitut. Wir haben durchschnittlich so zwischen 20 und 25 Teilnehmer pro Lehrgang drinnen. Aber was mir völlig fehlt im Moment, ist das, dass ich sage, okay, der Bildungsweg über die Lehre, das kann jetzt auch noch an der BHS, um ein Beispiel zu sein, in verkürzter Lehrzeit, mit anschließender Meister- oder Befähigungsprüfung, nämlich der wirkliche Weg in die Selbstständigkeit, das geht irgendwo für mich im Moment ein bisschen verloren. Man sagt, man geht studieren und hat damit automatisch einen Job im Kopf, dass ich irgendwo als Dienstnehmer tätig bin. Auch eine Möglichkeit, gar kein Thema, auch in Ordnung. Aber es denken wenige junge Leute darüber nach, dass sie sagen, warum eine Zeit als Dienstnehmer, alles picobello und alles wunderbar, aber warum beschäftige ich mich nicht mit der Thematik, selbst Unternehmer zu werden? Das ist eine Riesenherausforderung, das kann ich aber auf allen Bildungsebenen tun.
Ich habe ein Höchstmaß an Verantwortung, das ist die eine Geschichte, sozial gegenüber meinen Mitarbeitern, finanziell gegenüber allen meinen Geldgebern und das eigene Risiko auch mit dabei, sage ich mal, integriert und natürlich alle Möglichkeiten selbst zu bestimmen und selbst etwas zu tun. Und das fehlt mir im Moment und da wundere ich mich oft, dass das Unternehmertum als solches momentan nicht stattfindet in jungen Köpfen. Jetzt, Hack, sage ich nochmal dazu, ihr seid in einer top-kaufmännischen Schule, das muss ich dazu sagen, möchte aber auch die AHS nicht ausschließen, die auch sehr gut unterwegs sind in dem Bereich. Aber ich glaube, in unveränderter Form, es ist das, der Einfluss des Elternhauses schon ein ganz wesentliches Merkmal auf den Karriereweg der jungen Leute dann. Also mein Vater ist zum Beispiel auch selbstständig und man weiß einfach, glaube ich, heutzutage, dass das wirklich mit großem Risiko verbunden ist. Und auch in Schulen, glaube ich, für mich selber, dass man zu wenig praxisbezogen das Ganze erlernt und dadurch hat man dann noch Angst, sich selber zu verwirklichen und man hat Angst, dass man das Ganze nicht schafft. Man hat nicht die Sicherheit, weil man es nicht wirklich in der Praxis gelernt hat und erlernt hat. Deshalb glaube ich, dass man einfach wirklich mit sehr viel Vorsicht an das Ganze rangeht in unserer heutigen Zeit. Und natürlich ist das halt auch mit einem gewissen Geld verbunden, gleich am Anfang, weil du musst ja mal ein Unternehmen starten und gründen und das ist ja nicht von 0 auf 100, sondern du musst mal vorher schon schauen, dass es passt. Und ich für mich persönlich denke einfach, also auch wenn mein Papa selbstständig ist, ich merke, wie viel Arbeit das ist. Und es ist einfach sehr schwer, wenn ich aus der Hack, obwohl ich die Hack-Praxis so wie BWL und Rechnungswesen wirklich in einem Unternehmen braucht wird und ich glaube, dass ich das halbwegs verstanden habe und das kann, nicht glaube, dass ich wirklich jetzt rausgehe nach der fünfjährigen Schule und sage, so, ich mache mich selbstständig, ich baue von null ein Unternehmen auf, ich weiß, wie das funktioniert, weiß ich trotzdem nicht. Ich glaube, dass da wirklich in der Schule oft auch das Problem liegt, dass viel zu wenig halt praktisch gemacht wird. Und das ist eh, die Lehre mit Matura ist das perfekte Beispiel für mich, das finde ich auch wirklich. Und ich merke, in meinem Freundeskreis machen das jetzt auch zwei Freundinnen von mir, die sind sehr zufrieden mit dem Ganzen. Und ich glaube, dass das wirklich ein neuer Weg ist, weil wie der Matthias gesagt hat, man hat dann eine gewisse Gebundenheit zu einem Unternehmen, hier am Land, man weiß, wie das funktioniert, man fühlt sich vielleicht auch mächtig, dann selber Sachen aufzubauen und hat auch selber nicht mehr die Angst und die Ungewissheit vor solchen Sachen, denen zu begegnen und das auch wirklich zu stemmen dann im Endeffekt. Das ist auf jeden Fall. Mario, es waren ganz viele Wortmeldungen, wo ich denke, dass von deiner Seite her das ergänzt werden könnte, sollte. Es ist die Mobilität angesprochen worden, es sind die spezifischen Unternehmen, auch das auch dich betrifft, angesprochen worden. Wie ist deine Sicht der Dinge da pauschal dazu vom Regionalmanagement her jetzt? Also von Seiten Regionalmanagement kann ich nur sagen, es gibt die Planung eines Leitprojekts, das Leitprojekt Mobilität im ländlichen Raum, das auch relativ genau in diese Richtung geht, nämlich die Stärkung des ÖVs in der Region und die Verbesserung der Mobilität im Allgemeinen. Das heißt, es gibt einige kleinregionale Mobilitätslösungen bei uns im Bezirk Litzen, die alle sehr gut funktionieren. Es gibt den ÖV mit seiner Linientaktung etc. Es gibt Carsharing-Systeme, die gut funktionieren und jetzt geht es darum, die einmal so gut zu bündeln, dass wirklich flächendeckend eine Mobilität, und zwar eine sinnvolle und eine nachhaltige Mobilität, gewährleistet wird. Es gibt bei uns im Bezirk Litzen nach wie vor gewisse Regionen, die von der Mobilität her noch nicht so gut aufgestellt sind und da gilt es jetzt in den nächsten Jahren, das zu verbessern. Was die Berufs- und Bildungsausrichtung angeht, die Berufs- und Bildungskoordination, kann ich nur sagen, bei uns im Regionalmanagement ist auf damaligen Antrag vom Herrn Landesrat Schickhofer, die Berufs- und Bildungskoordinationsstelle integriert worden, wo es nämlich genau um diese Diskussion auch geht, ist der regionale Ausbildungssektor an Ausbildung, Fortbildung, an Qualifizierung so gut aufgestellt, dass das, was hier an Aus- und Weiterbildung angeboten wird, tatsächlich auch dem heimischen Markt entspricht. Das heißt, ich bringe ein Beispiel, wenn ich jetzt 5 Kurse habe, die alle im Marketingbereich sind, haben wir auch Unternehmen bei uns im Bezirk Litzen, die den Bedarf haben an Marketing-Experten in dem Ausmaß. Dass wir Marketing-Experten brauchen wir nicht reden, aber in dem Ausmaß. Wo sind die Aus- und Fortbildungen überhaupt gelagert? Geht es eher ins Pflege- und Gesundheitswesen? Gibt es hier entsprechende Ausbildungsstellen? Gibt es hier entsprechende Nachfrage vom Arbeitsmarkt auch?
Und das ist auch ein Programm, das vom AMS auch natürlich befürwortet wird, ganz klar, das auch nicht in die Richtung geht, eine Aus- und Weiterbildung neu zu schaffen. Das muss ich dazu sagen, das ist nicht das Ziel dieser BBO-Koordination, sondern einfach die bestehenden Aus- und Fortbildungsangebote so gut miteinander zu vernetzen, dass sie vom westlichsten Bereich vom Bezirk bis zum östlichsten Bereich so gut abgestimmt sind, dass sie flächendeckend auch bedarfsgerechte Ausbildung anbieten. Was man jetzt so ein bisschen zusammenfassend bemerken kann, es gibt zwei Dinge. Es gibt die Hard Facts, die nicht funktionieren, Mobilität, spezifische Arbeitsstellen. Und das Zweite, was irgendwo auch mitgeschwungen ist, ist, dass vielleicht irgendwo ein gewisses Selbstbewusstsein fehlt. Inwieweit kann ich das in der Schule, bei den jungen Leuten, habe ich da Chancen, habe ich da Möglichkeiten? Was kann man tun? Kann man was tun? Sollte man? Also ich beobachte, dass es an Selbstbewusstsein nicht mangelt, wirklich nicht. Also so wenn ich jetzt unsere Maturantinnen und Maturanten beobachte, ich meine, in der ersten Klasse schon noch, aber wenn sie die 5 Jahre, wie sie sich so entwickeln, also beobachte ich schon oder bemerke ich schon, dass sie eigentlich, wenn sie ihr Maturazeugnis bekommen, sehr gefestigt sind, selbstbewusst sind und auch dementsprechend auftreten. Also ich glaube nicht, dass das Problem ist. Also habe ich so beobachtet. Nein, ich glaube nicht, dass das Problem ist. Ich glaube, dass einfach wirklich wir Schüler nach der Schule, also wir sicher mal Selbstvertrauen, wir sind gestärkt und stehen da, weil wir einfach unsere Matura nach 5 Jahren geschafft haben, wir auch stolz auf uns sind und ich wirklich finde, dass man viel gelernt hat, aber im Endeffekt ist man dann trotzdem draußen und hat wenig praktische Erfahrung und das ist so, glaube ich, im selbstständigen Bereich einfach, dass man vielleicht nicht so selbstbewusst ist und das nicht so mit einbezieht und sofort halt jetzt sagt, ich mache auf null ein Unternehmen. Das glaube ich. Beim Selbstbewusstsein scheitert es bei uns am Land, glaube ich, eh ziemlich wenig. Es hat jeder schon sein eigenes Mundwerk und kann alles erklären, aber aber es ist einfach schwer, wenn man. Ich glaube wirklich, dass in die Schulen einfach mehr praktische Sachen einkehren und ich merke auch seit den letzten 2 Jahren, dass wirklich Schüler und auch von der Landesschülervertretung und die Schulsprecher sich wirklich zusammenreden. Und ich meine jetzt nicht nur im Ennstal, sondern wirklich von Graz bis nach Schladming und jeder redet miteinander. Und da werden Workshops gemacht, egal ob im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich und sogar halt haben wir eh mal so einen Tag gehabt, wo wir genau über dieses geredet haben, also das Auswandern in Ballungsräume. Und ich glaube schon, dass so wirklich viel an die Schüler mitgeben werden kann, weil sie interessieren sich dann dafür. Man merkt auf einmal, es wird wirklich Sachen beredet, die was mit Alltag was zum Tor haben und so wird auch Selbstvertrauen gestärkt und eine eigene Meinung gebildet. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und das merke ich seit den letzten 3 Jahren, dass das nur besser wird. Und das ist für mich sehr positiv für die Zukunft. Ich glaube aber, dass das nun zu wenig ist. Also die sicher, Angebote, die es da gibt, so Softskill-mäßig, was auch wirklich dann dazu dienen, dass man Selbstvertrauen aufbaut, dass man sich selbst repräsentieren kann, das sind nur nicht für jeden in dieser Art und Weise zugänglich und auch nur zu wenig. Also die gehören eigentlich im Bildungssystem verankert. Das ist aber dann eigentlich eine andere Diskussion. Was ich zudem jetzt glaube, ist, dass man hört es auch immer wieder in Umfragen, dass die Sicherheit in der heutigen Zeit sehr, sehr hoch geschätzt wird. Und wenn man jetzt einen Arbeitsplatz hat, also nicht selbstständig ist, sondern irgendwo Angestellter ist oder Arbeiter, dann hat man mehr oder weniger relativ hohe Sicherheit. Man muss sich um nicht so viel kümmern und man kann aber trotzdem sehr, sehr gut leben normalerweise. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man dann sagt, okay, tue ich mir das wirklich an, dass ich dann selbst ein Unternehmen aufmache, was natürlich mit sehr, sehr viel Freiheiten dann auf der anderen Seite wieder verbunden ist, sehr, sehr viel Eigeninitiative und Ideen, die was ich einbringen kann. Aber ich gebe halt dann das mir Vertraute, das, was ich schon sehr, sehr lang kennen und vielleicht auch lieben gelernt habe und auch schätzen gelernt, weil so, okay, das passt mir so im Großen und Ganzen, das gebe ich auf. Und ich weiß nicht, ob es dann viele Leute eben diese Initiative dann auch wirklich sagen, okay, die ergreife ich. Ich sehe das als Chance und nicht irgendwie so, ich bleibe nicht so zurückhaltend und sage, okay, ich nehme das jetzt so hin, wie ich es habe und arbeite eben ganz normal weiter. Ich glaube, dass der Aspekt einfach in der heutigen Gesellschaft verankert ist und ja, dem muss man mit gewissen anderen Initiativen dann entgegentreten. Also, wenn ich jetzt salopp so sage, wir stoßen an unsere Bequemlichkeit. Sicherheit. Sicherheit ist für Menschen wichtig. Helmut, ich bitte da um eine Erwiderung dazu.
Das war jetzt für mich eine ganz spannende Aussage, mit der habe ich absolut nicht gerechnet von jungen Menschen. Ich gebe dir recht, es ist so gegangen ein bisschen um Sicherheit und im weitesten Sinne, ich bin überzeugt, dass du das nicht so genannt hast, auch die Gemütlichkeit, aber letztendlich die Wirtschaft, die lebt aber von der Innovation der Unternehmerköpfe, das muss ich immer wieder dazu sagen. Und es braucht immer wieder neue, frische Ideen. Du kannst nie auf dem Erlernten sitzen bleiben, da kann kein Unternehmen bestehen, wenn er immer nur das Gleiche macht, was er irgendwann einmal gelernt hat, dann wird es das Unternehmen über kurz oder lang nicht geben. Also sie müssen sich permanent weiterentwickeln. Und es hat mich jetzt insofern ein bisschen erstaunt, das ist für mich ein bisschen österreichisch, wenn ich es so formulieren darf, dass ich sage, ah ja, passt und eh super und das machen wir auf die Gemütliche und das haben wir studiert, das haben wir gelernt und da arbeiten wir jetzt die nächsten 20 Jahre. Also das funktioniert schon lange nicht mehr. Die Wirtschaft ist auch irrsinnig arbeitsteilig geworden, sie ist unheimlich mobil und flexibel, sie muss es auch sein und wenn sie nicht ständig am Puls der Zeit ist, dann schauen wir alle miteinander anständig alt aus, auf gut Deutsch gesagt, weil letztendlich nur die Wirtschaft den Arbeitsplatz schaffen kann. Und jetzt bin ich wieder bei euch. Ich sage es nochmal dazu, ich verstehe das auch sehr gut, dass so gesagt, selbstbewusste junge Damen und Herren, so jetzt gehen wir mal in die Stadt und dort erleben wir mal was und dort studieren wir mal was. Ich meine, ich wünsche es an jeden von euch, dass er genau das studieren kann, was er wirklich gerne tun möchte, wo er seine innere Berufung spürt, sofern ich die in eurem Alter schon spüren kann. Aber ihr werdet wahrscheinlich, ist eine Generation, egal was immer ihr studiert, ihr werdet das nicht bis zu eurem Lebensende oder beziehungsweise bis zu eurer Pensionierung machen können und werdet es auch nicht machen wollen. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Und für mich ist da eine gewisse Diskrepanz drinnen. Wir haben sehr, sehr viele junge Unternehmer, unheimlich dynamisch. Ich erinnere mich an einen 24- respektive 25-Jährigen, der hat mit 25 Jahren die Meisterprüfung schon gehabt und war dann nur mit dem kaufmännisch-rechtlichen Teil. Der hat ihm noch gefehlt, der wollte einen anderen Weg gehen, gibt es ja in der Gewerbeordnung auch andere Wege, dass ich dazu komme. Und ich habe gesagt, geh bitte, los das, da musst du immer Bitte und Dankeschön sagen und komm, mach den letzten Teil auch noch, der dir noch fehlt. Du kannst ihn persönlich gut brauchen und dann ist weg mit Bitte und Danke, dann bist du Unternehmer. Er hat es getan, Gott sei Dank, bin ich sehr froh darüber. Er hat mich nur am Ende seiner Ausbildungslinie, weil ich auch mit tätig war, hat er mich ganz schön nerven gekostet, habe ich gesagt, bitteschön, und jetzt nimm das aber ernst. Das ist kein, du musst jetzt eine Prüfung machen und so, wie es das momentan anlegst, wird es nicht funktionieren. Das hat er ernst genommen und dann hat er das alles erledigt, wirklich alles erledigt, hat er gesagt, super, war die beste Idee, was du gehabt hast. Nicht? Ich meine, es war für ihn eine Herausforderung, ein Unternehmen, plus den letzten Teil der wirklichen Ausbildung. Was ich aber eigentlich damit sagen wollte, das Sicherheitsdenken ist zwar legitim und ich verstehe es auch mehr wie gut in Zahlen mit diesen Arbeitslosenstatistiken, die wir im Moment haben, nur das funktioniert nicht. Du darfst dich nie auf andere verlassen, sondern es gehört eine Eigenverantwortung dazu, ob ich Unternehmer oder Dienstnehmer bin. Es ist immer das Gleiche. Bitte, gerne. Das ist mir sehr, sehr wohl bewusst, dass man in der heutigen Zeit, vor allem was auch mit Digitalisierung und so, die Zeit immer schneller vorangeht, dass man da neue Innovationen braucht. Aber das muss man eben dann auch vermitteln, das habe ich damit gemeint. Also das in einer Zeit, wo sehr, sehr viel auf Unternehmer rumgehockt wird und immer gesagt wird, naja, der verdient so viel und was weiß ich, der ist halt, ja, irgendwie wer besser und es wird, also wird oft sehr, sehr negativ über Unternehmer geredet und es ist einfach nicht die Stimmung da, dass einer, der was jetzt nicht unbedingt hundertprozentig den Drang hat, sich selbst zu verwirklichen, dann auch hinausgeht. Und ich glaube, da muss man eben dann auch an der allgemeinen Stimmung arbeiten, dass man das auch in die Schulen dann vor allem vermittelt, dass man sagt, okay, es ist, du dienst allem sehr, sehr stark, wenn du wirklich selbst dich engagierst und ein eigenes Unternehmen gründest, vielleicht Mitarbeiter aufnimmst in der heutigen Zeit, was nicht so einfach ist, aber dann über längere Zeit und dass man deshalb bewusst wird, die Unternehmer sind eigentlich die Motoren für unsere Region und aber dann auch im Endeffekt für ganz Österreich. Das wird meines Erachtens noch heutzutage eben zu wenig vermittelt, dass eben dann die jungen Leute mehrheitlich auf den Zug dann aufspringen und sagen, okay, ich versuche mein eigenes Glück in meinem eigenen Unternehmen. Ich erlaube mir da jetzt einen kleinen Schnitt. Was jetzt ganz lustig war, ist, dass man jetzt eine tatsächliche Generationendiskussion gehabt haben. Wir haben da eine sehr junge und eine sehr erfahrene Meinung und beides hat irrsinnig viel Potenzial. Was eine Sache dieser Problematik ist, dass wenn die Jungen abwandern,
sehr viel älteres Potenzial, ich sage es jetzt einmal, zurückbleibt. Ist das in irgendeiner Form nutzbar? Dina, du sitzt zwar im Jugendmanagement, aber du sitzt, sagst selber, an einer wichtigen Position. Wie ist das für dich? Du hast beide Seiten beurteilbar. Ist das Jung, das Alt, was bleibt auch irgendwo ein Potenzial? Auf jeden Fall, es hat natürlich jedes sein Potenzial und ich glaube, gemeinsam ist dann nur das Potenzial viel größer. Und die Chance sehen wir gemeinsam auch mit den Gemeinden auch darin, dass wir wirklich sagen, die Lebenswelt ist nicht nur für die jungen Menschen, sondern auch für alle Bürgerinnen. Und ich glaube, wenn man da gemeinsam voneinander lernen kann, dann ist es ganz wichtig, dass man den Gemeinschaftssinn wieder ein bisschen stärken kann. Das Gemeinschaftsleben und dann fühlen sie alle Bürgerinnen dort wohl. Und wenn ich mich da wohlfühle und wirklich eine gewisse Herzlichkeit dort habe, dann komme ich auch gern wieder zurück. Und deswegen denke ich mal, machen sehr viele Gemeinden da auch schon generell sehr viele Projekte im Bereich generationenübergreifend der Projekte, weil sie einfach sehr viel voneinander lernen können und auch das Verständnis von dem jeweiligen anderen ein bisschen sieht. Also das Verständnis für die jungen Leute und auch das Verständnis den Älteren gegenüber. Und wenn man sich, glaube ich, da austauscht, kann man da sehr viel schaffen, denke ich mal. Wir haben heute das Rad nicht neu erfunden und wir werden auch das Problem, mag ich nicht sagen, die Thematik heute nicht lösen. Aber vielleicht oder ganz sicher haben wir ein paar sehr, sehr interessante Sichtweisen eröffnet. Ich möchte euch zum Schluss alle nochmal bitten um einen kurzen Satz eurer ganz persönlichen Meinung nach, wie sich diese Thematik für euch im Ansatz lösen lassen würde. Ich glaube, dass man das so behandeln sollte. Es gibt Beispiele in anderen Ländern, die das so machen, dass es sogenannte, ich überspitze das jetzt, so eine Art Rückholagenturen gibt, dass es in den Gemeinden Personen gibt, in den Unternehmen Personen gibt, die zuständig sind, diese abgewanderten Jugendlichen auch immer wieder zu kontaktieren. Ich bringe ein Beispiel, Gemeindezeitungen nachzuschicken, immer wieder Kontakt mit diesen Personen aufzunehmen und zu sagen, ich möchte einfach nochmal fragen, wie geht es da beim Studium? Du, wenn du noch im Studium Interesse hast, bitte melde bei uns. Wir könnten vielleicht bei uns in der Region schauen, dass du dort und dort Arbeit bekommst. Die und die Firma baut aus, vielleicht wäre das was für dich. Immer den Kontakt zu diesen abgewanderten Personen auch aufrechtzuerhalten. Vielleicht, in Deutschland gibt es da ein Beispiel, mit einem Kollegen gesprochen, der gesagt hat, wir haben ab und zu Veranstaltungen. Jugendliche, die aus unserer Gemeinde abgewandert sind, aus unserer Region, bekommen ein VIP-Ticket, weil das sind ganz besondere, weil die wollen wir ja wieder zurückbekommen. Und die bekommen ein VIP-Ticket für diese Veranstaltung, sind dort eine Art Ehrengast und sind wieder in der Region mit verankert, sind dann dort wieder dabei im Leben in der Region. Und das betrifft aber nicht nur die Gemeinden, das muss ich an der Stelle auch einmal sagen, die machen eh sehr viel, die Gemeinden. Das betrifft auch die Unternehmen, die auch viel machen. Das betrifft die Vereine, die machen auch genug. Das betrifft uns eigentlich alle in der Region. Dieses Innenmarketing, wir haben es in dem Leitbild, das du am Anfang erwähnt hast, auch ganz klar drinnen stehen. Innenmarketing und Außenmarketing muss verbessert werden. Nach innen hin zu zeigen, was wir alles zu bieten haben, aber das auch nach außen hin zu tragen. Dass wir nach außen hin die Tourismusregion Nummer 1 sind, von dem brauchen wir nicht reden. Wir sind die Besten im Tourismus, wir haben die besten Leute im Tourismus, das ist keine Frage. Wir haben super Wirtschaft, auch das ist keine Frage. Aber vielleicht sollte man auch die Alltagsthemen auch einmal nach außen tragen und sagen, bei uns kannst du super wohnen, schau her, wenn du mit deinem Studium fertig bist, bei uns gibt es Möglichkeiten, dass du wieder in der Region bist. Ja, das als Beispiel aus einer anderen Region, aus einem anderen Land, das wäre vielleicht eine Option für uns, dass wir eher nah an dem sind, der abgewandert ist. Dina, ich darf an dich weitergeben, bitte. Ja. Also ich möchte mich den Mario gern anschließen. Ich glaube, solche ganz kleinen Möglichkeiten, wo man wirklich sagt, das ist Herzenswärme, dass man einfach ein bisschen ein Gefühl der Heimat wieder vermitteln kann, ist ganz wichtig für die jungen Leute. Und wir haben eine Studie, ist gerade erarbeitet worden, wo man sagt, die weibliche Landflucht, unter Anführungszeichen, wo man wirklich auch sagt, dass junge Frauen sehr stark dafür sind, dass ihre Kinder, so wie sie daheim aufgewachsen sind, am Land aufwachsen sehen. Und ich glaube, dass das auch eine sehr gute Chance ist, auch für die Gemeinden dann und anderen, einfach solche kleinen Geschenke, Willkommensgeschenke für neue Bürgerinnen und solche Sachen. Ich glaube, dass die Familiengründung auch eine sehr große Chance sein kann.
gebe das Wort an mir, bitte. Also genau wie die zwei vorher schon gesagt haben, ich finde es genau, dass das das Wichtige ist. Ich glaube, ein bisschen mehr Diversität in unser Land und dass man wirklich einmal wieder die kleinen Sachen schätzen lernt, so wie unsere Natur. Wir haben überall einen See, wir können im Sommer überall hingehen, wir können einen Berg steigen und wirklich einmal unser ländliches Leben wieder genießen lernen, nicht immer noch mehr streben, Modernisierung, dies und hin und her, einfach wieder mal zurück zum Ursprung. Bei unserem Land hat man das natürlich auch mit Wirtschaft und das funktioniert alles. Und ich glaube, dass man einfach wieder mit weniger ist gleich mehr und das ist sehr wichtig und auch für die jungen Leute bei uns am Land. Matthias, wir haben es toll bei uns zu Hause, aber was würde dich zurückbringen? Ja, ich will mir Mario ein bisschen anschließen, aber nur ein bisschen zurückgehen. Ich glaube, dass diese Bewusstseinsbildung, die was man da in dem Fall jetzt, was der Mario angesprochen hat, dann im Nachhinein macht, auch vorher schon betreiben sollte und vor allem auch in die Schulen den Austausch zwischen Unternehmen und Schulen, zwischen Schülern und Unternehmen und Arbeitsplatz dann zu stärken und das dann auch ins Studium vielleicht, dass man das ins Studium vielleicht mitnehmen kann, dass man sagt, okay, eben in die Ferien arbeite ich dann einmal bei einem Unternehmen in der Region. Ich glaube, wenn ich wirklich in der Schule schaue, dass ich ungefähr weiß, okay, wenn ich den Weg einschlage, dann kann ich immer wieder zurückkommen und es gibt Potenzial, dass ich da in der Region Unternehmen habe, da wo ich vielleicht schon ein bisschen einen kenne, wo ich ungefähr weiß, wie der Arbeitsablauf ist, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr viel einfacher, dass ich mich da wirklich dazu entscheide, dann auch wieder zurückzukommen. Und ich glaube, das ist eine Sache, was man sehr, sehr einfach angreifen kann, weil die Unternehmen sind gewillt, dass mit den Schulen zusammenarbeiten und umgekehrt auch, aber man muss dann eben auch wirklich in größeren Umfang da. Frau Kohlhofer, ist es möglich, in den Schulen noch enger zu netzwerken? Ich glaube, das ist sogar das Interesse von den Schulen und auch von der Direktion, dass zwischen Wirtschaft und Schule enge Kooperation herrscht. Und ich möchte auch bei Matthias seinem Ansatz ansetzen, und zwar, ich glaube, wenn man so als Unternehmer zum Beispiel schon über, also für Realpraktikanten über einen ganzen Sommer oder so mal 2-3 Jahre hindurch bis zur Matura anstellt und dann zwischen Matura und Studium immer im Sommer, dann könnte man zum Beispiel die schon ans Unternehmen binden und denen eventuell auch schon sagen, wenn du mit dem Studium fertig bist, wir bieten dir einen adäquaten Job an, also nicht jetzt irgendeinen Job, sondern wirklich einen adäquaten Job mit adäquater Bezahlung, weil ich habe auch von einem ehemaligen Schüler schon mal gehört, der hätte ein Jobangebot gehabt im Enstal, hat es aber aufgrund der um einige schlechteren Bezahlung nicht angenommen und hat dann eben dieses Grazer Unternehmen vorgezogen. Und da muss man junge Leute auch verstehen, weil die gehen arbeiten, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und für die sind halt 200-300 Euro netto mehr am Ende des Monats sehr, sehr viel Geld. Und das kann dann mitentscheidend sein. Und ich glaube, wenn man da von Anfang an ein bisschen Bindung herbringt, dann könnte man eben diese Bindung forcieren und vielleicht so wieder zurückholen. Und was ich auch glaube, man müsste vielleicht die Wirtschaftskammer oder halt die ganze Wirtschaft und Politik schauen, dass diese Start-ups ein bisschen erleichtert werden. Dass man wirklich sagt, man traut sich in die Selbstständigkeit, weil man Selbstständigkeit ist ja nicht was, wo man sagt, das probieren wir halt einmal so ganz locker. Es ist mit sehr viel Aufwand, Zeit, sehr viel Geld meistens verbunden und dementsprechend ist halt dieses gewisse Risiko, was halt manche wirklich vermeiden oder zumindest halt am Anfang nicht nehmen wollen. Und wenn man sich selbstständig macht, ist es halt meistens so, dass man dann sagt, man macht sich dort selbstständig, wo wirklich Potenzial vorhanden ist, sei es jetzt hinsichtlich Arbeitskräften und die sind halt in Universitätsorten oder Zentren halt eher, als wie halt dann im ländlichen Bereich, weil da finde ich halt dann leichter qualifiziertere Mitarbeiter als wie halt im ländlicheren Bereich. Und da müsste man vielleicht halt ein bisschen schauen, dass man das forcieren könnte. Helmut, ich gebe dir den Abschluss. Was kann Danke. Die Wirtschaft zu diesen, all diesen guten Ansätzen erwidern? Das sind wirklich gute Ansätze. Nein, ich sage es einmal so dazu, der Kampf um die hellsten Köpfe, der findet ja ohnehin schon statt. Also das ist ja nichts Neues. Auf gut Deutsch gesagt, es ist nur sehr, sehr schwierig, Firmen in die Region zu bekommen, die ja bestimmtes Potenzial haben und bestimmte Anzahl an Köpfen auch brauchen. Das ist ein Prozess, der geht nicht so von heute auf morgen. Das bereitet durchaus Probleme, das sage ich ehrlicherweise dazu. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, da ist es angesprochen worden, natürlich adäquate Jobs. Wir können für manche Studienrichtungen keine Jobs anbieten. Und muss man auch der Fairness selber sagen, die klassischen Massenstudien, die halt sehr mit JUS und BWL, wie es alle so sind, die da einen Output, glaube ich, die Juristen von 800 so im Schnitt im Jahr haben,
das kann die öffentliche Hand, die in der Vergangenheit sehr, sehr viele Jobs mehr oder weniger angeboten hat, das ist jetzt alles passé. Da wird nichts mehr nachbesetzt und damit haben wir auch in diesem Bereich Probleme. Was immer wieder nachgefragt wird oder was wir hören, ist natürlich der technische Bereich. Und wenn ich eine technische Ausbildung habe, die nicht ganz vorne auf der Hitliste steht, weil es doch sehr schwierig ist, da geht es natürlich, wenn ich jetzt einen kriege, der das Können hat, das ich brauche, ist das einem Unternehmer relativ egal. Nicht? Das ist ja fast bereit, jeden Preis zu zahlen. Fast. Das muss man schon eingeschränkt sehen, weil einfach diese Köpfe sind Mangelware, wenn ich es als Ware bezeichnen darf. Es ist so, man muss sich auch beim Studium sehr wohl überlegen, in welche Richtung gehe ich, wo habe ich wirkliche Marktchancen. Wenn ich natürlich irgendeine Richtung studiere, wo ich von vornherein weiß, da würde ich wahrscheinlich nicht viel dann unterm Strich rausbringen, beziehungsweise das braucht niemand am Wirtschaftsmarkt, dann habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Es geht mir auch um die Eigenverantwortung. Ich sage es ganz ehrlich dazu, das ist halt für mich mehrmals rausgekommen. Die Gefahr, die ich schon sehe, bei allen Bemühungen, die wir jetzt in der neuen, im neuen Leitbild mit verankert haben, dass wir versuchen, die hellen Köpfe wieder zurückbekommen, dann denke ich schon, wir müssen höllisch aufpassen, dass uns eins nicht passiert, dass die gesamten Vermögenswerte, und da reicht es, wenn wir da rausschauen, das sind eure Vermögenswerte in Zukunft und nicht unsere mehr, in der Elterngeneration, weil ihr seid dann die Übernehmer dieser. Wir sind, das ist jetzt die Eigenverantwortung, wir sind auch selbst dafür verantwortlich, diese Vermögenswerte zu erhalten. Ich sprich das ganz offen an, weil anscheinend in Österreich, ich sage es jetzt wieder dazu, dass es nicht opportun ist, dass man auch über Geld redet oder über Vermögenswerke redet. Das ist aber eine ganz wichtige Geschichte. Da ist vieles aufgebaut worden, über mehrere Generationen hinweg, das wir mehr oder weniger mit der Abwanderung auch gefährden. Das muss man den jungen Menschen auch sagen. Wie gesagt, überlegt sich das und vielleicht geht es und wir können es nur mit vereinten Kräften schaffen. Das ist Regionalmanagement gefordert, gleich wie unsere Betriebe gefordert sind, wie auch ihr als Nachfolgergeneration gefordert seid, dass ich sage, okay, jetzt schaue ich doch vielleicht in den Bezirk zurückzukehren. Es geht um nicht wenig und unterm Strich, ich denke natürlich auch an die ältere Bevölkerung, die hat natürlich aus meiner Sicht der Dinge auch ein gewisses Anrecht, euch zu sehen, als die Enkelkinder und möglicherweise auch eure Kinder zu sehen, wenn es geht. Nicht? Das ist so circa die Erwartungshaltung. Aber wir müssen alle gemeinsam halt sozusagen das Zepter in die Hand nehmen und gemeinsam arbeiten dran. Dem kann ich jetzt wenig hinzufügen. Wir haben tolles Potenzial. Wir haben großartige Kinder. Das seid ihr zwei, Camille. Ihr seid super. Das wissen wir. Wir haben aber auch großartige Unternehmen, Management, Wirtschaft, die uns betreuen und es stimmt, ein gewisses Bewusstsein in die richtige Richtung wird von der jungen Generation mit auch nötig sein. Und dass das Bewusstsein gestärkt wird, dazu haben wir großartige Verantwortliche. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Runde, für ein tolles Gespräch, für ein interessantes, tatsächlich Generationengespräch und freue mich auf alles, was da kommen mag. Es wird eine gute Zukunft sein. Dankeschön. Dankeschön. Okay.